Der nächste Urlaub liegt noch in allzu weiter Ferne. Holt euch einfach ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause mit diesem Kobi Wartburg und dem dazu passenden Caravan. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein Carstens. Ich darf heute für euch von Kobi den Wartburg 353 Tourist mit Caravan aufbauen. Das Ganze ist im Maßstab 1:35 abgebildet und hat 255 Teile. Wie man schon am Karton sehen kann, man kann beim Caravan das Dach abnehmen und die Türe öffnen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich würde sagen, wir machen den Karton mal auf, schauen uns die ganzen Teile an. Ich werde mich während des Aufbaus dann immer wieder zwischendurch melden und euch zeigen, erklären, sagen, was schön war, was nicht so schön war. Im Anschluss gibt es ein kurzes Review von mir und dann sehen wir uns anschließend noch zu einem Fazit. So. Genau, das Ganze ist in nicht nummerierte Tüten aufgeteilt. Genau, sieht alles von den Farben her aus, wie man es jetzt erwarten würde, was mich ein bisschen überrascht. Die Farben sind ziemlich kunterbunt durcheinander gemischt, also das Auto scheint mit dem Caravan selbst gemischt zu sein. Wir werden sehen, wie es dann vom Aufbau her ist. Da fallen mir schon ein paar Aufkleber entgegen, schade. Ich hatte gehofft, dass zumindest eben die Türgriffe und Ähnliches gedruckt sind. Ich würde mal sagen, ich hole euch in die Top-Down-Ansicht und dann schauen wir uns die Anleitung und die Teile noch mal ein bisschen genauer an. Als erstes möchte ich euch gerne ein paar Steine zeigen, die mir ein bisschen ins Auge gestochen sind. Zum einen wären da eben auch bedruckte Steine, die Rückseite vom Wartburg sowie die Front vom Wartburg. Das ist tatsächlich alles bedruckt. Auch die Seitenscheiben, genau, zeige ich es euch falsch rum, auch die Seitenscheiben und die Front bzw. Rückseite sind ebenfalls bedruckt. Wie ihr auf dem Stickerbogen vielleicht vorhin schon gesehen habt, ich zeige ihn euch nochmal, die seitlichen Fenster sind dagegen eben Aufkleber. Auch die Türgriffe sind Aufkleber. Ich denke mal, das hier unten ist wahrscheinlich ein Tankdeckel oder ähnliches und eben dann noch kleine DDR-Aufkleber. Wie ich vom Wartburg Polizeiauto weiß, ist es tatsächlich wohl auch manchmal tatsächlich so, dass die Drucke dann ein bisschen abhängig sind davon, von wann die Charge entsprechend ist. Von daher kann es natürlich auch durchaus sein, dass es in anderen Sets dann ein bisschen anders ist. Außerdem auch bedruckt diese beiden Steine hier, das muss dann wohl das vordere Fenster vom Caravan sein. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass es tatsächlich keine transparenten Steine sind, aber wir werden dann sehen, wie es dann im Gesamtbild so aussieht. Außerdem haben wir Sitze, die kommen, wenn ich das richtig gesehen habe, ins Auto rein und eine Sitzfläche, die, ich komme gerade noch mal näher ran, das ist tatsächlich eben wirklich nur die Sitzfläche ohne Lehne, die kommt dann anschließend in den Caravan mit rein, so wie es auf den Bildern aussieht. Was natürlich nicht fehlen darf bei einem Auto mit Anhänger, sind die Anhängerkupplung sowie dann entsprechend die, ja, wie heißt es denn? Keine Ahnung, Anhängevorrichtung vom Anhänger selbst. Kenne ich mich jetzt leider auch zu wenig aus, wie die genau bezeichnet werden. Wir haben auch noch zwei Steine, die mir jetzt so aufgefallen sind, die ein bisschen besonders sind, die eben nicht immer überall drin sind. Von Kobi gibt es eben auch in 2/3 Höhe Steine mit einer seitlichen Noppe. Und auch dieser Stein hier, der eben unten auf einer Noppe sitzt und tatsächlich in die Länge gezogen ist, dass es oben dann 3 Noppen sind, ist jetzt nicht unbedingt ein Stein, der alltäglich vorkommt. Außerdem gibt es natürlich die üblichen Steine mit Richtungsumkehr. Genau, was ich euch vielleicht noch zeigen kann, die putzigen kleinen Seitenspiegel. Davon gibt es natürlich 2, die braucht man schließlich beim Caravan. Und ansonsten würde ich mal sagen, wenn mir dann nochmal was auffällt, dann zeige ich es euch zwischendurch. Hier noch ein kurzer Blick in die Anleitung. Es ist weiter nichts Außergewöhnliches. Es ist so, wie wir es kennen von Kobi. Es wird immer jeweils angezeigt, welche Steine gebraucht werden für den entsprechenden Bauschritt.
wie man hier dann auch schon sehen kann, bereits verbaute bzw. nebeneinander gelegte Platten, in dem Fall jetzt, die werden entsprechend ausgegraut, sodass immer ganz klar ist, was wie wo dran gebaut werden soll. Was mich im ersten Moment ein bisschen irritiert hat, war, dass die Radkästen hier nicht bezeichnet sind als Achtung, es gibt solche und solche, pass auf, welche du einbaust. Aber ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, es gibt tatsächlich nur 4 von diesen runden, also die etwas eckigeren, wie sie in den übrigen Sets vorgekommen sind, die ich bislang gebaut habe, die kommen tatsächlich in diesem Set nicht drin vor. Dann lege ich mal los und melde mich in Kürze wieder bei euch. In den ersten 6 Bauschritten wurde der Unterboden soweit gebaut, sowie die Radkästen mit angebracht und eben dann auch die Achsen für die Räder. Wie ihr seht, das Ganze ist aus vergleichsweise vielen kleineren Teilen aufgebaut. Es ist aber dank der Kobi-Klemmkraft auf jeden Fall sehr stabil. Also man muss wirklich schon drehen und kräftig drehen, damit hier was auseinander geht. Und in den nächsten Schritten wird hier auch noch ein bisschen was obendrauf gebaut. Bis Bauschritt 12 kamen nun, wie angekündigt, noch einige Schichten dazu. Die kompletten Seiten sind eigentlich fertig. Vorne und hinten ist der Wartburg ebenfalls schon bis ans Ende gebaut und wir haben eine Rückenlehne dazu. Auch die beiden Seitenspiegel wurden verbaut. Hier, ihr seht es, den hatte ich am Anfang nicht gezeigt, auch nochmal aufgedruckte Lüftungsschlitze. Der Wartburg ist, wie schon gewohnt vom Wartburg-Polizeimodell, ist relativ eckig. Wie ihr auch seht, er ist ebenfalls natürlich 6 Noppen breit, damit das Ganze vom Maßstab her passt. Soweit war alles richtig gut zu verbauen. Was ab und zu mal vorkommt, eben die Anspritzpunkte sind nicht ganz so schön. Die meisten kann man verstecken, aber wenn es dann natürlich Teile sind, die von einer Seite bis zur anderen Seite rübergehen und nun mal seitlich den Anspritzpunkt haben, dann kann man leider den ein oder anderen Anspritzpunkt nicht verbergen. Und weiter geht's mit Front und Heck des Autos. Und das Dach kommt auch gleich noch dazu. Sofern es da nichts Besonderes gibt, melde ich mich dann gleich wieder, wenn das gute Stück fertig ist. Hier an der Stelle vielleicht gerade noch mal kurz die Zwischeninfo an alle Leute, die den Aufbau vom Kobi Wartburg Polizei nicht gesehen haben. Ihr könnt auch da oben noch mal nachschauen, da könnt ihr es auch noch mal sehen. Aber hier ist es ebenso wieder, das Lenkrad ist ziemlich schwergängig und dadurch, dass es dann eben auf dieser Beinstütze, nenne ich es jetzt mal, vom Sitz aufliegt, ist es tatsächlich dann so, dass es sich fast nicht mehr drehen lässt. Aber man muss ja auch bedenken, das Ganze ist ein Displaymodell. Außerdem kam auch beim Polizeiauto immer wieder mal die Frage, ob das Ganze denn auch Minifigurengröße ist. Der nette Herr, ihr seht's, er ist normalerweise zu Pferd unterwegs. Er hat sich bereit erklärt, hier mal Probe zu sitzen. Na, genau, jetzt sitzt er. Ich weiß jetzt nicht genau, von der Breite her müsste es theoretisch passen. Aber ihr seht's schon, wenn ich die eine Hälfte vom Dach hier mit drauf stelle, der gute Mann würde nicht reinpassen. Von daher, es ist tatsächlich dann eben als Displaymodell ohne Figuren im Innenraum gedacht. Die kann man ja dann möglicherweise im Caravan mitfahren lassen. So, weil ich in der Richtung das Dach jetzt gerade nicht drauf bekomme, baue ich mal lieber abseits der Kamera weiter und melde mich gleich wieder. Dank der kobitastischen Klemmkraft hatte ich tatsächlich auch abseits der Kamera etwas Schwierigkeiten mit der vorderen Scheibe, aber ich habe es gemeistert. Auch die hintere Hälfte des Daches ist dazugekommen. Die Räder wurden noch mit dran gebaut und die Anhängerkupplung ist ebenfalls mit angebracht. Bis Bauschritt 20 wird also der komplette kleine Flitzer fertiggestellt. Dann geht's mal weiter mit dem Anhänger. Bis Bauschritt 26 ist nun der Unterboden des Caravan soweit fertiggestellt. Wie ihr seht, die Innenseite ist mit grauen Fliesen ausgekleidet. Und die Unterseite des Caravan ist ja dann in diesem Braunton, beziehungsweise die Radkästen sind schwarz. Ihr seht es auch hier unten schon, die Achse ist in dem Fall tatsächlich zweiteilig. Also es ist keine 1x5-Platte mit Achsen für die Räder, sondern es sind tatsächlich 2 1x2-Steine. Aber dank kubitastischer Klemmkraft sieht es zumindest soweit stabil aus. Wenn dem dann doch nicht so ist, dann werden wir es euch am Ende im Fazit spätestens nochmal mitteilen.
Ansonsten, ja, auch hier wieder mehrere Lagen Platten aufeinander gebaut. Das Ganze ist wirklich stabil. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass die Räder hier halten. Genau, noch zur Info, das Ganze hat eine Noppenbreite von 7. Es wird also tatsächlich dann auch ein bisschen größer als der Wartburg selbst, aber ist ja durchaus auch maßstabsgetreu. Die Anhänger sind meistens dann doch noch mal ein bisschen breiter, die Caravans. In Bauschritt 32, ihr seht, sind hier noch mal diese Noppenplatten mit dazugekommen. Na, ich mache das ab, das geht jetzt leichter. Einfach nur eine Platte mit zwei Noppen dran, um das Ganze einfach noch mal zu stabilisieren, auch wenn es, wie schon gesagt, auf mich jetzt auch so schon einen stabilen Eindruck gemacht hat. Außerdem wurde bis hierhin die Rückseite des Caravan oder ja, zumindest der untere Teil der Rückseite gebaut. Das Ganze, wie ihr seht, mit einer bedruckten Fliese, die ist mir tatsächlich anfangs durchgerutscht. Hier komme ich vielleicht gerade noch mal einmal ein bisschen näher. Ihr seht, der Druck ist tatsächlich ein klein bisschen ausgelaufen. Das kenne ich jetzt so nicht von Kobi. Das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht. Aber ja, wenn man ein klein bisschen weiter weg ist, sieht man es jetzt nicht mehr sofort. Von daher, ja, hätte ich mir jetzt hier ein klein bisschen eine bessere Qualität gewünscht. Aber das ist möglicherweise einfach jetzt auch nur Pech gewesen. Dieses Rückteil hier ist tatsächlich auch überraschenderweise für Kobi-Verhältnisse ein bisschen wackelig. Das Ganze kommt schätzungsweise durch diese beiden Platten mit Bauumkehr. Also das sind eine 1x4 und eine 1x1 Platte mit beidseitigen Noppen. Trotzdem ist es aber dann, denke ich, wenn es angebracht ist, wirklich stabil. Ihr seht es auch hier, es ist auf der einen Seite eine Noppe, auf der anderen Seite eine Noppenaufnahme. Deswegen wurde hier beim Caravan selbst vorgearbeitet, indem nämlich hier unten in dieser Fliese dieser kleine Ring aufgebracht wird. Dafür gibt es dieses super hilfreiche kleine, ja, Nudelholz, diesen kleinen Stöpsel. Damit kann man das wirklich super einfach einbringen. Und wenn dann entsprechend die Rückseite draufgebaut wird, dann hält das Ganze eben, obwohl es auf der einen Seite eine Noppenaufnahme und auf der anderen Seite eine Noppe hat. Und ja, also das Ganze ist erstaunlich stabil, auch wenn es tatsächlich jetzt nur über diese beiden Noppen erstmal angebracht ist. Es hält und ich gehe mal davon aus, dass es hier oben dann auch nochmal mit fixiert wird. Außerdem haben wir auf der Innenseite schon ein bisschen vorgearbeitet. Einmal hier eine Sitzbank und hier dieser Stein, ich weiß jetzt noch nicht, was drauf kommt. Der ist, ihr seht es, er hält wirklich gut, obwohl er tatsächlich nur hier auf einer 1x4 Steinreihe angebracht ist. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr stabil. Hier ist es tatsächlich auch eine 1x3 Steinreihe, aber auch das ist wirklich stabil. Also ihr seht, selbst der Stein löst sich dann fast schon entsprechend eher vom Boden, als dass diese Sitzbank hier abfällt. In den Bauschritten 35 bis 44 hat man soweit die Anhängevorrichtung vom Anhänger, vom Caravan zusammengebaut. Hier ist noch eine Schräge mit dran, die hat man im Bauschritt davor, hat man für die andere Hälfte schon vorgearbeitet. Das wird eben am Caravan selbst angebracht und wie gesagt, am Anhänger wird erstmal nur die eine Seite aufgebracht. Das Ganze ist auch wieder mit einer Bauumkehr so gestaltet, dass es dann im Endeffekt zwei Oberseiten hat. Mich hat es jetzt ein bisschen überrascht, dass das Teil hier tatsächlich nur über die beiden Noppen fixiert ist. Aber es ist auch wirklich stabil, also selbst wenn ich hier mit Hebelwirkung arbeite, man muss schon dolle drücken, damit es dann tatsächlich abgeht und man muss im Grunde genommen eigentlich auch wirklich ein bisschen seitlich kippen. Also es ist stabil, wer weiß, vielleicht wird es ja auch hier nachher tatsächlich nochmal überbaut. Wir werden sehen. Wenn dem so ist, zeige ich es euch auf jeden Fall. Das Ganze hat hier dann auch Noppen an der Oberseite bekommen, das heißt, wenn es jetzt dann gleich hier angebracht wird, dann kann es auch noch mal überbaut werden und wird dadurch bestimmt auch noch mal eine Nummer stabiler. Bis Bauschritt 47 hat sich einiges getan, erstaunlicherweise. Ihr seht, hier ist noch mal eine Bauumkehr dazu gekommen und durch diese Platte hier ist auch schon mal alles ziemlich gut fixiert. Außerdem hier mit den beiden Steinen, von denen ich euch anfangs eingezeigt habe, ist hier ein Tisch entstanden. Auch die Sitzplatte hat ihren Bestimmungsort gefunden. Auch hier wieder erstaunlich die kobitastische Klemmkraft. Also er sitzt tatsächlich nur hier hinten auf zwei Noppen, aber er bewegt sich fast gar nicht, wenn ich hier vorne drauf drücke. Hier
auch der eben schon erwähnte weitere bedruckte Stein, der mir versehentlich anfangs durchgerutscht ist. Er ist wirklich richtig schön gearbeitet. Ich komme noch mal ein bisschen näher dran. Also hier ist die Druckqualität wieder 1A. So ist es tatsächlich dann auch so, wie ich es jetzt von Kobi her bislang kenne. Genau, Rückleuchten sind auch noch mit dazugekommen und weiter geht's. Bis Bauschritt 53 haben wir fast die komplette obere Hälfte des Caravans eingebaut. Die Seitenfenster sind mit dazugekommen. Das vordere Fenster, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass entsprechend hier keine durchsichtigen Steine zum Einsatz gekommen sind. Aber ja, es ist auch vom Anschauen her ist es absolut in Ordnung. Die Türe hat ihre obere Begrenzung bekommen, das andere Seitenfenster und, was ich wirklich sehr toll finde, das Rückfenster ist tatsächlich eine durchsichtige Scheibe, ist bedruckt, wird hier einfach draufgeklemmt. Das heißt, das Ganze ist wirklich dann auch entsprechend durchsichtig. Auch hier eben dadurch, dass einfach viele Platten verbaut werden, viele Schichten aufeinander gebaut werden, ist das Ganze wirklich inzwischen sehr, sehr stabil. Mit Bauschritt 60 ist der Caravan nun fertiggestellt und wie ihr seht, es sind mir tatsächlich noch zwei weitere Steine durchgerutscht, die bedruckt sind. Zum einen ist das die Türe hier, die ist über diese beiden 2/3 hohen Steine mit seitlichen Noppen ist die am Caravan angebracht. Das Ganze hält wirklich ziemlich gut. Was mich nur ein klein bisschen stört, ihr seht es hier vielleicht auch, ist dieser Spalt, also dieser Schlitz, der hier immer ein bisschen offen bleibt. Das ja, ist natürlich einfach durch die Breite der Steine ein bisschen gegeben, aber ja, ich finde es ein bisschen schade, dass der Schlitz bleibt. Der weitere Stein, dazu muss ich einmal das Dach hier abnehmen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich versuche es mal ein bisschen so zu drehen, dass die Kamera es auch scharf stellt. Der zweite bedruckte Stein ist hier die Front vom Kühlschrank. Ich kann sie auch gerade noch mal kurz für euch rausnehmen. Ups, genau, ihr seht schon, da geht alles ab. Das Ganze ist auf jeden Fall wieder sehr gut bedruckt, da absolut keine Qualitätsprobleme. Ist ein bisschen die Frage, ja, ob die Form vom Kühlschrank jetzt so passt. Klar, er sollte natürlich hinten nicht direkt an der Wand stehen, aber es ist schon ein sehr, sehr flacher Kühlschrank. Aber ja, es ist natürlich auch aufgrund Platzmangels ist es jetzt nicht unbedingt besonders viel einfacher zu lösen. Ich hätte mir jetzt hier vielleicht nur tatsächlich jetzt einen durchgehenden Stein gewünscht. Aber ja, dann ist der Stein wiederum vorm Fenster. Also es ist, ja, wie man es macht, man macht es verkehrt in dem Fall. Das Dach ist hier, wie ihr seht, entsprechend über die 4 Noppen festgemacht. Das Ganze sind eben hier eine 1x4 Fliese in der Mitte und hier an der Seite immer eine 1x2 Fliese mit einer seitlichen Noppe, also keine normale Jumperplate mit Noppe in der Mitte, sondern eben die Noppe seitlich. Und damit wird dann eben das Dach hier aufgebracht. Das Ganze hält gut, es ist tatsächlich eine ordentlich hohe Klemmkraft, aber es ist auch so, dass man es wieder gut abbekommt. Ja, eine Sache möchte ich euch noch kurz zeigen und zwar hier eben nach dem letzten Bauschritt wird in der Anleitung dann noch angegeben, wo die entsprechenden Aufkleber drauf sollen, sprich der kleine DDR-Aufkleber hinten aufs Fenster. Hier sind dann auch nochmal die Türgriffe mit angebracht oder mit aufgezeichnet, wo sie denn genau hinkommen, sowie die seitlichen Fenster. Das fehlt eben jetzt hier aktuell in dem Modell noch. Die müsste man dann tatsächlich noch draufkleben. Wie schon gesagt, ich weiß nicht genau, es ist durchaus auch möglich, dass andere Chargen dann tatsächlich hier bedruckte Steine haben. Die Anhängerkupplung möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Und zwar ist es hier so, na, man erkennt es jetzt schwer, genau, ich versuche mal die Hand runter zu machen. Also bei der Anhängerkupplung sind hier diese zwei kleinen seitlichen Nasen dran. Und auch beim Gegenstück sind entsprechend Schlitze, das heißt, man muss das Ganze wirklich dann schräg halten, um es aufsetzen zu können. Aber auch nur dadurch ist dann die Anhängerkupplung ausreichend fixiert, dass, na, jetzt bekomme ich es nicht mehr auseinander, das ist aber allein mein Problem gerade. Aber eben durch diese Fixierung wird einfach garantiert, dass beim Stehen dann der Anhänger nicht immer nach hinten kippt. Also es braucht tatsächlich diese Fixierung, damit er dann, wenn das Ganze irgendwo in der Vitrine oder auf einem Regal steht, dann auch flach steht. Ja, ich muss sagen, insgesamt finde ich das Ganze auf jeden Fall ein sehr schönes Modell.
Ihr wisst schon vom Wartburg Polizei, mir ist der Wartburg einfach ein klein bisschen zu eckig. Also ich finde da die Trabant, finde ich da tatsächlich dann noch ein bisschen schöner. Auf jeden Fall ist der Wartburg auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr schön umgesetzt. Ich finde ihn toll, eben auch, dass er viele Drucke hat, auch wirklich sehr viele feine Drucke. Und ja, ihr seht es auch hier, die Mehrheit der Drucke ist wirklich auch qualitativ hochwertig. Sehr schön auch eben dieser Anhänger. Farblich finde ich das Ganze auch richtig gut gelungen. Ich finde, hier wird eben auch sehr viel Wert auf Details gelegt. Eben dieser kleine Vorhang, der da nochmal zurückgehängt ist. Auch Lüftungsschlitze und Ähnliches. Also es ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Von daher gefällt mir das Ganze eigentlich schon ziemlich gut. Dann würde ich mal sagen, ich schaue mal nach, ob Sascha noch im Urlaub ist oder ob er einen kurzen Moment Zeit hat, um das Ganze mit mir in einem Fazit zu bewerten. Wie ihr seht, sitzt Sascha jetzt bei mir. Wie sieht's aus? Wie gefällt dir das Set? Machen wir damit mal gemeinsam Urlaub. Was hältst du davon? Ich musste meinen Urlaub ja unterbrechen und wie ihr seht, scheint mir die Sonne schon aufs Gesicht, auf die eine Seite. Ja, also wir haben heute nochmal einen schönen Tag erwischt. Brauchen eigentlich gar nicht in Urlaub fahren, aber ich würde mal sagen, Camping ist jetzt so generell nichts meins. Also lass mal das einfach mal mit so einem Anhänger in den Urlaub zu fahren. Ja, auch ein bisschen klein für deine Körpergröße. Wahrscheinlich vielleicht. Schon, ja. Nichtsdestotrotz sieht das Set richtig, richtig gut aus. Es ist hier, wie man sieht, momentan gerade nicht eingehängt, weil die Kinder da etwas zu rabiat gewesen sind. Die Haltevorrichtung von dem Anhänger, von der Kupplung, ist leider zu dünn gewesen. Und wenn man nicht das mit der richtigen Technik auseinander macht, dann knackt es kurz und dann war es das. Da werden wir uns das Ersatzteil dann noch holen und der sieht so gut aus. Und jetzt, wo ich keinen Trabi im Vergleich habe, muss ich sagen, ist der Wartburg auch besser, als er das letzte Mal bei mir weggekommen ist. Den könnte man sich gut hinstellen. Der macht schon, der sieht schön aus, das kann man sich irgendwo hinstellen. Also ich kann verstehen, dass die reihenweise bestimmt in den Wohnzimmern oder sonstigen Zimmern bei den Leuten rumstehen. Wir haben leider nicht so viel Platz. Ja. Also alles in allem, hier vorne nichts mit Minifiguren, hier hinten, da ist der Sitz dabei, der hat die Noppenaufnahme quasi, also Noppen, halbe Noppen sind das ja irgendwie bei den Kobi-Figuren, da sitzt die Figur richtig gut drin. Sie passt noch nicht rein, weil der Kühlschrank in der Nähe ist, da ist dann auch der Arm leider zu weit drüben. Ja, aber ich fände es gut, wenn Kobi da diese Sitze mit Noppen prinzipiell auch in den ganzen Spielsets und so weiter verbauen würde. Muss ich mal anregen. Genau, also jetzt habe ich viel geschwafelt, lange Rede, kurzer Sinn, Daumen nach oben und ab in den Urlaub. Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde sagen, genau eben, was ich euch nicht gezeigt hatte, das mit der Sitzplatte, das ist genau so, wie Sascha gesagt hat. Eben, wir haben dann auch nochmal den kleinen Reiter, der nochmal herhalten musste, reingesetzt. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtig schönes Modell. Ihr habt es ja schon gehört von mir, ich bin begeistert. Aufbau hat Spaß gemacht, eben als einziger kleiner Kritikpunkt, abgesehen von den Aufklebern natürlich. Ich hätte mir hier vorne wirklich nochmal eine Glasscheibe gewünscht, aber man sieht im Endeffekt jetzt dann auch am Ende keinen allzu großen Unterschied. Deswegen, ja, gibt es jetzt dafür von mir keinen Punktabzug. Ich finde es richtig schön, von daher auch von mir einen Daumen nach oben. Und ja, für den Urlaub suchen wir uns trotzdem was anderes. Es ist weder richtiger Minifigurenmaßstab noch Maxifigurenmaßstab. Deswegen an der Stelle einfach nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne euren Daumen nach oben. Abonniert uns, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Aktiviert die Glocke, dann Erinnerungen und so weiter. Kommt dann so bing, bing, bing. Ne? So ein kleiner Tinnitus dann im Ohr, wenn dann die Kastens wieder nehmen. Ah. Video. Ich kein Tinnitus. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Euch noch gute Fahrt, schönen Urlaub oder auch wie auch immer schönen Feierabend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.